Und jetzt möchte Jeanne Destot ein kleines, aber wichtiges Detail richtigstellen. Voriges Jahr zeigten wir einen Beitrag unserer Autorin Dorothea Jung, in dem sie die Herkunft des Ausdrucks Guten Rutsch erklärte, dieses bekannten Ausrufs, der in Deutschland in den Tagen kurz vor Jahreswechsel in aller Munde ist. Dorothea Jungs Recherchen hatten ergeben, dass der Ursprung der Wendung Guten Rutsch in den Wörtern Rosh Hashanah wurzelt, jiddisch für Neues Jahr. Aber kurz nach der Ausstrahlung bekamen wir eine Mail von Stefan Scheurer, Online-Redaktionsleiter beim Südwestdeutschen Rundfunk, der durch unsere Behauptung völlig durcheinander gekommen war. Denn in derselben Woche, so berichtete uns Herr Scheurer, hatte die Sendung mit der Maus, diese Kindersendung mit Kultstatus, die in Deutschland jeder kennt, den Ursprung dieses Ausdrucks ganz anders erklärt. Guten Rutsch sei eine Verfremdung der Wendung Gute Reise. Welch ein Drama, schrieb er. Die zwei wichtigsten Instanzen für Wissensvermittlung im Fernsehen widersprechen sich. Seine Familie sei völlig verunsichert, die Konsequenzen nicht abzusehen. Herr Scheurer hat Humor, wie man sieht. Sofort haben sich unsere Linguisten und Sprachforscher erneut mit der Frage beschäftigt, haben recherchiert, Lexika gewälzt und debattiert. Das Maus-Team tat dasselbe, denn sie können sich denken, dass der gewitzte Stefan Scheurer auch ihnen sein Leid geklagt hatte. Fazit: Etymologie ist, wie man weiß, keine exakte Wissenschaft. Und unsere beiden Forschungsteams kamen zum selben Ergebnis. Alle kennen zwar die Vermutung, der Ausdruck Guten Rutsch stamme aus dem Jiddischen. Der Konsens geht heute jedoch dahin, dass Rutsch eher auf Reise zurückgeht. Guten Rutsch, gute Reise. Lieber Herr Scheurer, die Maus hatte recht. Und wir nutzen die Gelegenheit, dem Maus-Team, mit dem wir zu unserer Ehre manchmal verglichen werden, unsere Hochachtung auszusprechen.